Die zweite Ausgabe der Heimat Dortmund in diesem Jahr befasst sich mit dem Thema Literatur in Dortmund. Zwar hörte die Dortmunder Gruppe 61 schon 1973 auf zu existieren, Literatur wurde aber in Dortmund weiterhin geschrieben, gepflegt und gefördert. Die neue Heimat Dortmund berichtet nicht nur über das spannende, teilweise provokative literaturkulturelle Leben in den 1960er und 1970er Jahren, sondern auch über neue Ansätze in den 1990ern und der Gegenwart. Krimi-Autorin Sabine Deitmar verfasste einen Beitrag über schreibende Frauen. Für die inhaltliche Gesamtkonzeption dieser Ausgabe zeichnete Hanneliese Palm, die Leiterin des Fritz-Hüser-Instituts, verantwortlich, mit der der Innenstadt Ostblock ein Interview führte. Nach der 61er-Gruppe gab es natürlich erstmal den Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Da gab es auch in Dortmund eine Werkstatt. Da waren dann Heinrich Polkmann oder Paul Polte zu finden oder Horst Hensel, die ja auch heute noch als Autoren teilweise tätig sind. Die Gruppe Frauen schreiben mit Sabine Deitmar, die das ja auch ausführlich im Hefte darstellt. Dann hat sich der Verein für Literatur etabliert. Es gab Literaturgala, es gibt heute noch Dortmund liest, es gibt den Text des Monats, es gibt ja auch noch den Verein für Literatur, der sich aktuell um hier lebende Autoren kümmert. Und jetzt im Heft findet man eben Poetry Slam und man findet eine ganz aktuelle Geschichte von Rolf Tenior. Also Literatur in Dortmund passiert immer noch. Ja, was fanden Sie denn am interessantesten, wenn Sie so das Heft durchlesen oder am spannendsten zu lesen? Also ich fand es einfach spannend, in die nähere Vergangenheit zu gucken, wie weit das teilweise doch schon weg ist, obwohl auch ich in meinem Alter ja bei manchem in der Phase Zeitzeugin gewesen bin, nicht hier in Dortmund, aber im Prinzip, gerade auch der Artikel über die Frauen schreiben, wie radikal das eigentlich heute rüberkommt, wo man denkt, also Frauen, weiß ich gar nicht, ob die heute in dieser Form noch agieren. Die Heimat Dortmund erscheint im Klartextverlag Essen. Sie ist für 5 € im Buchhandel erhältlich sowie im Lesesaal des Stadtarchivs.